Warum waren Sie so optimistisch? Ah, der Wille zum Siegen hat uns schon angemerkt. Gegen Burghausen waren wir sehr enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Und hör mal, hier kannst du nicht verlieren. Sie haben das Siegtor geschossen. Glückwunsch. Wie erklären Sie sich, dass es zwischen Champions-League-Teilnehmer und Zweitligist überhaupt keinen Niveauunterschied gab? Weil wir vielleicht über unsere Kräfte hinausgewachsen sind und München nicht ins Spiel gefunden hat. Das ist die einzige Antwort, die ich dir geben kann. Wer Bayern München rausschmeißt und jetzt im Halbfinale steht, kann doch eigentlich nur noch ein Ziel haben, das Pokalfinale gewinnen. Oder wie sehen Sie das? Ja, das wäre ja schön, wenn jetzt 34, ich war noch nie da und das wäre ein guter Traum. Und ich will meinen Vater grüßen, der ist jetzt im Krankenhaus für dich war. Wie geht's ihm denn? Ja, nicht so gut. Danke, Erik Meier. Die Grüße an den Vater, wir würden uns da gerne anschließen. Herr Meier, vielleicht trägt es ein bisschen zu Ihrer Genesung bei. Ein Sieg der Leidenschaft vielleicht über die Abgeklärtheit, über die vermeintliche. Für Aachen ist so ein Tag nicht so alltäglich. Für die Bayern, sie werden wieder aufstehen. Die Liga ruft und dann Fritz.